Ja, wir kommen zu einem weiteren Business-Thema, nämlich Crowdfunding. Und dazu habe ich als Gast, darf ich herzlich begrüßen, Markus Schimpel. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Zeit. Sie haben zwei interessante Bücher verfasst und da möchten Sie jetzt über Crowdfunding erreichen, dass die auch an österreichischen Schulen sozusagen im Unterricht verteilt werden. Genau, das sollte in die Schul- und Lehrerbibliothek rein, das Buch Ich rette mich. Das habe ich im Jahr 2016 verfasst, um die Sicherheit in und um die Schulen eben zu steigern. Ein deutscher Polizist hat einmal gesagt, das gehört in jede Polizeiwache rein als Basiswissen. Und ich möchte einfach mit dem Basiswissen an den Schulen einfach die Sicherheit steigern. Da geht es also um Selbstverteidigung? Genau, da geht es um Selbstschutz für die Kinder. Und eben, es sind da Themen drinnen, Deeskalation, also wenn in Schulen was passiert, wie handhabt man das, was ist eine gute Möglichkeit, kann man noch deeskalieren, wie kann man deeskalieren. Also es ist nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Lehrer. Also auch Deeskalation ein wichtiges Thema, aber eben wirklich auch Techniken, um sich zu verteidigen? Genau so ist es. Also es ist altersadäquat praktisch unterteilt. Also von 6 bis 10 kann es ja keiner wehren, aber sehr wohl Gefahren erkennen. Ich mache das seit mittlerweile 2013 eben hauptberuflich, dass ich eben für diese Altersgruppe eben Kurse anbiete. Und wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, mindestens über 11 Kindesentführungen mit den Trainings verhindern können. Und ein Buch leistet eben vom Basiswissen her, wenn so Vorfälle passieren in und um den Schulen, eine sehr gute Möglichkeit, eben, dass man eben offene Fragen beantworten kann und einfach vielleicht da zur Deeskalation beiträgt. Also ein wirklich gutes Thema, gerade in der heutigen Zeit, zwei Bücher. Sie versuchen jetzt eben über Crowdfunding genügend Geld zu bekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das? Wo werben Sie da? Ja, also im Juli läuft ja dieser. Also das Buch selber, also ich schenke das quasi her. Das Crowdfunding dient dazu, dass eben die Kosten für die Post oder für die Lieferung quasi an die 5.600 Schulen eben in Österreich erwirtschaftet quasi. Und ich schenke das Buch im Prinzip her, gibt es gratis her. Also und wie gesagt, da sollte man kann im Prinzip auf der Webpage closeprotection.at, wenn man dort drauf geht, ist dann eben also so ein eigener Link, wo man dann im Prinzip draufdrückt und da kommt man direkt hin, dass man sich das im Prinzip dass man dort eben spenden kann. Ja, also dann natürlich auch hier der Hinweis hier bei uns in der Sendung, dass es eben diese Möglichkeit gibt zu spenden. Sind Sie da schon in Verbindung? Da ist jetzt im Prinzip das sichtbar. Also ja. Bei closeprotection.at, wenn man dort draufdruckt, kommt man direkt eben zu dem Link hin. Das ist dann auch noch einmal detaillierter beschrieben. Also das Buch kostet normal im Handel noch 20 Euro quasi und also das Geld, was das Crowdfunding erwirken sollte, ist im Prinzip nur die Spesen der Post und des Transportes dorthin. Aber wie ist, Sie waren ja dazu sicherlich schon in Gesprächen mit dem Bildungsministerium, was ist da die Antwort bisher oder das Feedback? Ja, wir haben ganz am Anfang das versucht, dem zu machen. Aber wie gesagt, das ist die Politik und die Politik geht ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht. Ich möchte, das ist mein Projekt und ich glaube, also ich weiß, dass es eben die Basisinformation eben, dass so viel drinnen ist, dass einfach Situationen einfach deeskaliert werden können. Ich bin auch mit dem Buch ich glaube, jetzt ist mittlerweile das 10. Semester in der Lehrerfortbildung drinnen. Und das neue Buch, das Ich schütze mich, das ist natürlich nochmal, da sind nochmal 200 Stunden mehr Arbeit drinnen. Da ist dann eben noch ein bisschen mehr expliziter in die Richtung Mobbing rein und so. Und da möchte ich dann in die Lehrerausbildung auch rein, da bin ich jetzt gerade dran. Ja, ein gutes Thema natürlich jetzt auch, wenn man sich ansieht, Gewalt durch die sozialen Medien, was das auch in Deutschland zuletzt bewirkt hat, diese Morde unter Kindern, also sicherlich ein aktuelles Thema auch in Österreich. Aber das Buch allein wird wahrscheinlich da nicht reichen, oder da müsste man doch eher auch Kurse anbieten oder die Lehrer müssten das irgendwie den Schülern vermitteln. Da sehe ich auch die Politik in der Pflicht. Also in Graz zum Beispiel läuft jetzt gerade eine Anfrage eben, dass man eben gratis Kurse für Lehrer, also praktisch für Schüler, Unterstufen, Oberstufen und eben den Volksschülern anbietet. Und da bin ich soweit jetzt praktisch im 8. Jahr meines Projekts. Ich
es war so ein 10-Jahres-Projekt quasi, dass man eben die Lehrer ausbildet und die Lehrer bilden die Schüler aus. Also das wäre natürlich das Optimum, weil dann wäre es für die Schüler gratis, nicht? Also das wäre ideal, wär, wenn man die Lehrer ausbildet, einen Tag Deeskalation, einen Tag Selbstverteidigung, Prävention, Selbstbehauptung und die Lehrer, also mit Maße eben die Turnlehrer, geben das in den Turnstunden gratis an die Kinder weiter und dann hat man natürlich schon relativ viel erreicht, was die Sicherheit betrifft. Mhm. Also weil Sie haben jetzt noch kein Feedback vom Ministerium, aber das ginge okay, wenn Sie es finanzieren würden, das Ministerium sagen. Ich würde das einfach von mir aus, ich würde das nicht an die Politik jetzt, ich würde das von mir aus selbst, einfach, das ist mein Projekt, ich möchte das, dass das einfach in die Schule. Aber sind Sie da schon im Gespräch mit Schulen, mit Direktoren? Ja, klar. Also die Stadt Graz zum Beispiel hat eben 60 Stück Bücher gekauft für die Grazer Schulen und es ist verteilt worden, eben für die Schul- und Lehrerbibliotheken. Ja. Und ich möchte das österreichweit quasi aufholen. Bis 15. Juli kann man also noch spenden. Was ist der aktuelle Stand, sagen wir mal prozentuell, von dem, was Sie brauchen? Wir sind jetzt, glaube ich, bei 23%. Also auch für Unternehmer ist sehr interessant. Wenn man da im Prinzip spendet, dann kann man das ja auch steuerlich geltend machen. Mhm. Ist vielleicht auch nicht uninteressant. Und wie gesagt, das ist, läuft jetzt noch eine Woche. Ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Und ja, ein tolles Projekt, ein gutes Thema gerade in diesen Zeiten. Ich wünsche viel Erfolg. Danke.